Frauenhelden, Männerträumen und wahrer Autoleidenschaft. Jetzt leg mir doch gerade am Arsch. Reit, Krabbesack und Kickerschelle. Dann fangen wir klein an. Mit tollen Geschichten von kleinen Autos. Wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd, hieß es früher im Volksmund. Und er ist einer der Furchtlosen. Gerhard von Gilser aus Weinolzheim bei Mainz. Einer, den an Lloyd erfreut. Sein Auto Typ Alexander, Baujahr 59. Es macht Laune. Das ist einfach, wie soll man sagen, 19 PS zu bewegen. Das ist irgendwie ein Feeling. Sie hören es ja. Sie kriegen alles mit. Besonders, wenn es bergauf geht. Ein anderes Sprichwort sagt, was steht am Berg und heult? Ein Lloyd. Wie immer bei Lloyd Anlauf, damit man den Schwung ausnutzen kann. Ich bin jetzt im vierten Gang und muss wahrscheinlich jetzt natürlich an der nächsten Kurve in den dritten Gang runter. Und jetzt kommt Drehzahl. Ja, und jetzt kommt das bisschen das Geheul, steht am Berg und heult. Das Obligatorische für Lloyd. Der Lärm kommt übrigens vom Lüfterrad. Der Lloyd Alexander ist ein simples Auto. Fast alles ist reparaturfreundlich geschraubt und nicht geschweißt. Markenzeichen? Der sogenannte Fleischerhaken auf der Motorhaube und die elegante Linienführung. Das ist die Tankuhr. Das heißt, Tank auf, Stick rein. Da bis dahin, wo es nass ist, ja, fertig. Gestatten Sie, mein Name ist Lloyd. Ein guter Name, nicht wahr? Der Name eines Automobilwerks von Ruf. Und das steht damals in Bremen und gehört zur Borgward-Gruppe. Die ersten Lloyds haben eine mit Kunstleder überzogene Sperrholzkarosserie, die ihnen den Spitznamen Leukoplastbomber einbringen. Ende der 50er rangiert Lloyd an dritter Stelle der Zulassungsstatistik hinter VW und Opel. 1955 fing mein Vater mit der Marke an. Und dann ging es jahrelang immer an den Gardasee, wie das so war. Zelt rein, Kind rein, Mutter rein, Urlaub gemacht. Und dann wurde das Ding über die Alpen gequält. Und das hat sich übertragen auf mich. Und ich habe auch sehr viel Spaß mit den Autos. Gerhard hat nicht nur einen. In seiner Garage stehen noch drei Lloyd Alexander. Eine Rallye-Version, mit der er ab und zu an Veranstaltungen teilnimmt. Ein schönes weißes Cabrio. Und die amerikanische Variante mit viel Extrachrom. Leider keine 10.000 wert, trotz Top-Zustand. Tja, ist der Ruf erst ruiniert? Es gibt ja diese Sprüche, wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd. Ich drehe das immer um und sage, ja, die ganzen Warmduscher haben einfach Angst. Bei mir ist es noch nicht so weit. Für kleine Lloyd der Lloyd, hieß es damals in der Werbung. Understatement pur. Denn in Wahrheit ist der 3,36 Meter Wagen ein ganz großer und schon immer besser als sein Ruf. Den kennt jeder, den Cinquecento. Der kleine Italiener hatte aber noch einen größeren Bruder in Deutschland. Und den kennt heute kaum noch einer. Gibt's doch nicht. Eben ist er noch kommen, ne? Eben. Er macht's einem aber auch nicht immer leicht. Dieser Fiat Jagst, benannt nach dem Fluss Jagst in Nordwürttemberg. Gebaut im Fiat-Werk Heilbronn. 15 Jahre lang. Erst als 600er, später als 770er. Am Ende ist der Jagst der meistgebaute Fiat made in Germany. Auch andere deutsche Fiat-Modelle trugen Namen aus der Region als Zeichen ihrer Herkunft. Ein übrig gebliebener aus einer längst vergangenen Zeit. Der Jagst ist heute schon fast vergessen. Mit seinen 3,29 Meter wirkt der 600er wie ein Cinquecento in Größe L.
Auch sein Motor ist größer. Statt pöttelnder 2 hat der kräftigere 4 Zylinder. Auf der Rückbank können nicht nur Kinder, sondern Erwachsene sitzen. Das macht den Jagst seinerzeit zu einem erwachsenen Auto. Noch ein Hinweis auf seine Herkunft, die deutsche Beschriftung. Größter Feind des Fiat, der Rost, hat viele dahingerafft. Hier im Pfälzerwald hat ein Jagst überlebt. Werner Wanger hält ihm seit 30 Jahren die Treue. Seine erste Fiat 600-Bekanntschaft davor war allerdings eine bodenlose Enttäuschung. Meine Frau sagt immer, oh, der wartet aber arg und dergleichen. Und wie wir zu Hause angekommen sind, haben wir gesehen, dass das Bodenblech gar nicht mehr da war. Das war mit Holzbalken der Sitz festgemacht. Fahren mit dem Fiat ist ein Abenteuer. Die Bremsen manchmal auch. Man fährt ja mit dem Fahrzeug nicht sehr schnelle Geschwindigkeiten. Und da hat man gemerkt, also ausgekuppelt, dann Brems getreten. Und in dem Moment hat die Bremse nicht angeschlagen. Da hat man dann die Handbremse genommen und hat gebremst. Ging ja auch dann. Liebe bedeutet manchmal eben auch verzeihen können. Werner Wange hat das verstanden. Ohne Menschen wie ihn gäbe es wohl gar keinen Fiat-Jagst mehr. Ach ja. Solange es noch mal kommt, geht's ja. Ciao, großer Cinquecento-Bruder. Der große Knall zum 50. Geburtstag. Und hier kommt das Geschenk. Ein NSU Prinz II, Baujahr 59. Susanne Lang aus Neckarsulm hat ihn gekauft und mit Familienhilfe restauriert. Das Geburtstagskind, ihr Mann Peter, ahnt von all dem nichts. So ein Auto ist schon lange ein Wunschtraum. Das erste Mal in 27 Jahren Ehe fehlen ihm die Worte. Unbeschreiblich. Man sollte in so einer Situation die Zeit einfrieren können. Fahre Prinz und du bist König, lautete ein Slogan von NSU. Peter kann das nur bestätigen. Bei so einem Oldie ist natürlich Winken wie seine Majestät Pflicht. Es ist jetzt nicht, dass man von A nach B fährt, sondern es ist ein Abenteuer. Man muss alle Sinne ein bisschen ausschalten. Und so wie der Slogan sagt, ich fühle mich wie ein König. Für den Traumprinz ist es die Rückkehr zu seiner Geburtsstätte. Denn wo in Neckarsulm heute Audi-Autos baut, liefen früher die Prinzen vom Band. Damals heißt die Firma NSU Motorenwerke AG. Die drei Buchstaben sind die Abkürzung des Stadtnamens. Ursprünglich eine Motorradfirma. Anfang der 60er brummt aber das Geschäft mit den Kleinwagen. Die Zeiten ändern sich. Vor wenigen Jahren, da mussten es, was weiß ich, 6 oder 8 Meter Auto sein, die vor der Türe standen, um zu zeigen, ich hab's zu was gebracht. Und heute merken wir, die Leute, das Publikum kauft nach rationalen, nach vernunftgemäßen Gesichtspunkten. Der neue, alte von NSU-Fan Peter ist heute nicht mehr vernünftig. Er ist einfach ein Liebhaberstück. Originallack, Originalschriftzeichen, ein Sammlertraum. Innen viel Patina und die soll auch bleiben. Wann immer es geht, schraubt Peter an seinem Blechschatz. Heute machen ihm festsitzende Bremsen zu schaffen. Jetzt leck mir doch gerade am Arsch. Greiz, Krabbelsack und Kickerschelle. Doch gemeinsam mit seinem Hofstaat aus Freunden und Bekannten bringt der König jedem Prinzen Gehorsam bei. Ich bin hier in Neckarsulm auf die Welt gekommen. Das erste Fahrzeug meiner Eltern war genau dieses Fahrzeug. Und dann habe ich gesagt, die große, schnelle Oldtimer kann ich mir sowieso nicht leisten. Und dann möchte ich einfach was, wo Tradition hat. Hier in Neckarsulm gebaut, unser erstes Familienauto. Und der Prinz kehrt heim, genau nach Neckarsulm. Bis 1973 wird der NSU-Prinz produziert. Besonders der Prinz 4 bereitet tierisches Vergnügen.
diese ewige Rennerei. Hoppla, ich hab bald überhaupt keine Beine mehr. Wird langsam Zeit, dass die sich mal einen Wagen... Oho, aha. Naja, das sind ja Aussichten. Der Prinz 4 von NSU in seiner modernen, klaren Linienführung. Na bitte. Der Kofferraum fasst Urlaubsgepäck für die ganze Familie. Der Prinz 4 von NSU, der wirtschaftliche deutsche Kompaktwagen ab 4.390 Mark. 1969 fusioniert NSU mit der Auto-Union aus Ingolstadt. Später wird daraus Audi. Und so ungefähr sah das damals aus, als Familie Lang mit dem 3,14 Meter Zwerg zu fünft an die Adria gefahren ist. Nur in anderer Besetzung. Gut. Jetzt hat's aber doch ein bisschen gescheppert. Das gehört dazu. König Peter und seine Untertanen haben Spaß an dem neuen Familienmitglied. Hier sind alle Platz. Sieht ganz entspannt aus. Wo war das Gepäck? Also ich habe immer zwei Koffer dabei, wenn ich wohin fliege. Ja, Gepäck hast du nicht mitnehmen können. Hast du eine Handtasche gehabt und vielleicht noch eine Plastiktüte. Der König und sein kleiner Prinz. Das Präsent seines Lebens. Das nächste Geschenk für seine Königin soll nach altem Brauch gewählt werden. Ich glaube nicht, dass ich das mit einem Gegenauto aufwiegen kann. Ich bin jetzt gerade bei sämtlichen Juweliere unterwegs und Goldschmiede. Und da wird er mal was Passendes finden. Minisammler Mario Weber aus Kirchheim im Hunsrück hortet 340 Miniaturautos in seinem Schrank. In der Garage die großen Brüder. Was andere Leute in Aktien anlegen, investiert Mario in Blech. Der rotbraune ist ein Mini 850 Automatik, Vierganggang-Automatik ist zu erwähnen, Baujahr 67. Ein ockerfarbenen Clubman Estate 1300. Der grüne auf der Hebebühne, das ist ein Mini Spezial. Und hier ist ein rechtsgelenkter Cooper S von 69. Klein, preiswert, sparsam. Für viele ist der Mini der Inbegriff des Kleinwagens. Viel Auto auf wenig Grundfläche ist das Konzept. Möglich wird es damals durch das Weglassen der gängigen Ölwanne. Schon bald nach dem Verkaufsstart 1959 wird aus dem 3,5 Meter Zwerg ein Verkaufsriese. Auch viele Deutsche haben sich früher den kleinen Engländer angelacht. Zum Beispiel Günther Netzer. Mario Webers liebstes Stück ist allerdings kein echter Brite. In ihm fließt südländisches Blut. Der Innocenti Mini wird in den 70ern in Lizenz in Italien gebaut. Er basiert technisch auf dem Original, hat aber eine eigenständige Karosserie und ist eine Handbreit länger. Er ist moderner und war auch in England sehr gefragt. Für Mario ein besonderer Wagen. Diesen Mini hatte ich mir 1975 neu gekauft. Das war mein erster neuer Mini, mein zweiter Mini überhaupt. Nach zwei Jahren hatte ich den in Zahlung gegeben gegen meinen ersten Golf und habe ihn vor drei Jahren wiedergefunden, danke Internet. Allerdings in einem ganz erbärmlichen Zustand. Er war eigentlich schrottwert. Es war nur die Karosserie und die Papiere. So sah der Wagen aus, als er ihn bei einem Händler in Österreich wiedergefunden hat. In diesem Zustand hat mir der Händler gesagt, das ist eine schöne Geschichte, auf die kommen noch viele Kosten zu. Ich mache Ihnen ein super Angebot, bringen Sie mir auf dem Weg hierher nach Österreich einen Kasten dunkles Weizenbier mit und dafür dürfen Sie das Auto mitnehmen. Mario willigt ein und beginnt zu restaurieren. Fast zwei Jahre dauert es, bis der rassige Kleinwagen wieder in seinem Urzustand ist. 40 Jahre liegen zwischen diesen beiden Aufnahmen. Seinen kleinen Italiener holt Mario nur gelegentlich aus der Garage. Bei typisch britischem Regenwetter eigentlich gar nicht. 64 PS hat Innocenti unter der Haube. 9.400 Mark kostete er damals. Heute ist er das Doppelte in Euro wert. Doch verkaufen will Mario seine Mini sowieso nie wieder. Womit fährt der Bauer auf den Acker?
Klar, mit dem Traktor. Und womit fährt der Bauer bis in die 70er Jahre auf der Straße? Klar, mit dem Gogo. Der typische Gogo-Fahrer damals, das war ein älterer Mann mit einem Hut auf und einer Zigarre im Mund. Dieses Bild hat sich so stark eingeprägt und ich habe den Gogos auch immer hinterher geschaut. Das war irgendwie faszinierend für mich. Die kleinen, knuffigen Autos mit diesem ganz typischen Motorengeräusch. Und irgendwann habe ich gewusst, ja, ich brauche auch eins. Inzwischen hat er mehrere und ist der Gogo-Experte. Uwe Stauffenberg aus Korb östlich von Stuttgart. Und er zeigt, Gogo-Fahren geht auch ohne Hut. Warum Landwirte ausgerechnet mit diesem Auto so viel am Hut hatten? Viele von denen hatten nur den alten Führerschein der Klasse 4, der eigentlich ein Motorrad- oder Traktorführerschein war. Das stand aber nirgends. Es hieß ein Führerschein für Fahrzeuge bis 250 Kubik. Bloß kein Spott über so ein Motörchen, sondern Hut ab vor dieser Schaltung. So eine Art Halbautomatik ist das. Funktioniert wunderbar. Man muss einfach die Gänge vorwählen, die man als nächstes braucht. Dann drückt man die Kupplung und schwuppdiwupp ist der gewünschte Gang drin. Tolle Sache. Stärkere Motoren gab es übrigens auch noch für Fahrer ohne Hut. Man fährt im Gogo einfach immer mit einem Grinsen auf dem Gesicht. Das ist klein. Es ist wendig, es ist agil und man kann auch richtig Gas geben und Spaß haben und durch die Kurven driften. Hoppla, so viel Power, dachte schon der Bauer. Das Gogomobil ist ein Bayer, wie sein Erfinder. Der Landmaschinenfabrikant Hans Glas in Dingolfing. Sein Enkel wird mit Spitznamen Goggi oder Gogo gerufen. So kommt auch das Auto zu seinem Namen. Im Wirtschaftswunder macht das Gogomobil die Massenmobil. Die gehen auf die Knie vor den Türen, um Gepäck im vorderen Fußraum zu verstauen. Und machen sich lang. Nach dem Benzinhahn griffgünstig auf der Hutablage platziert. Der Zweitaktmotor gilt als sehr zuverlässig. Kraft für zwei Kerzen. Da sitzen sie. Und mehr braucht das nicht. Und auch wenn es ein wenig aussieht, als habe der kleine Bauchweh, die schrägen Räder gehören so. Das Auto wird sogar nach Amerika verkauft. Mit 2,90 Meter ist es ziemlich genau halb so lang wie ein Cadillac. Und es gab auch ein schickes Coupé. Der ideale Zweitwagen für die Hausfrau. Endlich kann sie unabhängig einkaufen. Mensch, der hat's gut. Ja, der kann mit dem Auto fahren. Gogomobil. Apropos, heißt es eigentlich das Gogo oder der Gogo? Also an und für sich, so vom deutschen Wortschatz her, würde ich sagen, es heißt das Mobil. Und folglich müsste es eigentlich auch das Gogomobil heißen. Oder ist es etwa doch der Gogo? So oder so ist er einer der erfolgreichsten Kleinwagen der Nachkriegszeit. Heute was für Liebhaber. Fans hatte er schon immer. Gern ältere Herren mit Hut. Obwohl ich mir einen Mercedes leisten könnte. Aber ich möchte bei Coco bleiben. Jetzt zum Wochenende wünsche ich und bei Coco den Zuschauern alles. Haben Sie schon Sex oder spielen Sie schon Golf? Naja, dieser Frage gehen wir jetzt nicht weiter nach, strapazieren aber ein anderes Klischee. Golfspieler fahren die dicksten Autos. Naja, oder auch nicht ganz so dicke. Das Golfer-Ehepaar Schober schiebt sein Auto in die Lücke, weil es so klein ist, da hat nicht mal mehr ein Rückwärtsgang reingepasst. Der heiße Rote heißt wie sein Erbauer, Kleinschnittger. Und zwar sollte das, sagen wir, für kleine Leute das Mini-Auto darstellen. Und zwar
gedacht als Leichtmotorrad auf vier Rädern mit Regenschirm, wobei auch das Gepäck im Trockenen ist. Moment, Gepäck? Wie denn? Wo denn? Auf 2,89 Meter? Ja, da gibt es einen Gepäckraum, kann man hier öffnen, sogar abschließbar. Und dann gehen da zwei kleinere Gepäckstücke rein oder ein etwas größerer Rucksack oder Koffer. Das ist eigentlich ausreichend für eine kleine Spritztour. Na dann, los! Der Kleine klingt nicht wie ein Rasenmäher, wird aber so gestartet. Kein Anlasser, keine schwere Starterbatterie und auch keine Geräuschdämmung. Außer dem Motor hörte man auch mal Spott. Man hat sich schon lustig gemacht, aber andererseits haben die Besitzer auch zu schätzen gewusst, dass es ein sehr spezielles Fahrzeug ist und es eigentlich trotz Lärm und etwas Abgase immer Spaß macht, mit dem Gefährt zu fahren. Weil das Gefährt zwar Spaß eingebaut hat, aber sonst nicht viel, wiegt es nur 170 Kilogramm. Das brachte vor allem junge Leute auf leichtfertige Ideen. Die Studenten haben sich natürlich einen Spaß draus gemacht, den auch mal da und dorthin zu tragen. Das war dann immer ein Problem, den wieder zu finden. Geht Kleinschnittger pleite. Eckhard Schober, damals Student, kaufte seinen gebraucht für 90 Mark. Er besitzt ihn bis heute. Als Ingenieur lebt er jahrelang im Ausland. Das kleine Auto muss zu Hause bleiben. Hier steht der Wagen im Garten meiner Eltern, später bei uns im Garten. Leider in einem Zustand, der immer schlechter geworden ist. Die Kinder haben damit gespielt. Unser Sohn Mike zum Beispiel hat dran rumgeschraubt und Wasser in den Tank gefüllt. Das war nicht so sehr im Sinne des Autos. Heute ist es schöner denn je. Als Rentner zurück in Donsdorf am Rand der Schwäbischen Alb hat sich Schober an die Restauration gemacht. Mit viel Liebe. Ich habe damit auch meine Frau kennengelernt. Da fällt es einem schwer, sich von dem Auto zu trennen. Genauso wenig, wie ich mich von meiner Frau getrennt habe. So viel Schwung macht alle Herzen jung. Schwung haben Golfspieler. Brauchen sie auch. Denn die 5 kleinen Schnittger PS alleine werden manchmal zum Handicap. Macht ja nichts. Wir seien im Schwung. Janus, der römische Gott des Anfangs und des Endes. Und wo ist vorn und wo hinten? Genau das fragt man sich auch bei diesem kleinen Auto. Seine Erbauer müssen sich der Frage bewusst gewesen sein. Sie tauften den kleinen Janus. Zünder-Janus. Fahrer und Beifahrer, hier sitzt jeder in der ersten Reihe. Irgendwie. Die Idee, Rücken an Rücken zu rücken, kommt eigentlich vom Bodensee. Dornier in Friedrichshafen darf nach dem Zweiten Weltkrieg keine Flugzeuge mehr bauen, entwickelt stattdessen einen innovativen Kleinwagen. Groß genug auch als Transporter, als Familienauto oder gar als Camper. Gebaut wird er letztlich in Nürnberg bei Zündapp. Die übernehmen dankbar, denn Ende der 50er Jahre sind Motorräder out. Die Deutschen wollen Autos. Das Dornier-Original heute im Museum. Der Zündapp dagegen fährt ohne Ende.
beim Jahrestreffen der Interessengemeinschaft Janus auf der Schwäbischen Alb. Mehr auf einem Fleck dürfte man selten zu sehen bekommen. Weltweit existieren geschätzt noch 350 Autos. Den haben wir in so einer geringen Stückzahl gebaut und der ist halt echt schon was Besonderes. Gerade mit der Sitzanordnung, die zwei Türen, das hat halt kein anderes Auto. Ja? Das ist halt schon kurios. Ralf Dreher weiß, was er an seinem Janus hat. Geschaltet wird von hinten nach vorn und zurück. Klingt einfach, aber... Ja, da kann nicht jeder schalten damit. Also das ist so, wenn man jetzt da zwischenkuppelt und Zwischengas gibt, dann kriegt man also die Gänge besser rein und wieder raus. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und die zieht er eher schwer vom Teller. Mit gerade mal 14 PS aus einem 250er Zündapp Motorradmotor. Zu zweit ist eigentlich ganz gemütlich zum Fahren, aber zu viert da können wir dann schon ein paar PS mehr hauen. Hinter einem Janus herzufahren ist zumindest nicht langweilig. Ja, die nachfolgenden Autofahrer, die gucken dann immer ganz komisch. Ja, und, aber meistens wird man also nicht belächelt, aber angelacht, kann man so sagen. Während manchem Hinterbänkler das Lachen vergeht, weiß Claudia Dreher. Das nach hinten, das muss man gewöhnt sein. Es könnte sein, dass einem übel wird. Gegen die Fahrtrichtung. Moment. So rum. Gut möglich, dass das der Anfang vom Ende des Janus war. Nach nur 2 Jahren Bauzeit ist 1958 schon wieder Schluss. Das macht ihn heute so wertvoll. Top gepflegte Exemplare kosten um die 30.000 Euro. Schwer schick in den 50ern. Das Auto hat nicht nur zwei Gesichter, sondern auf Wunsch auch zwei Farben. Niedlich ist er ja. Praktisch auch. Aber nicht billig. Ja, also ich habe da noch Original Zündapp Janus Preisliste von 1958. Ja, da steht halt der Preis 3390 D-Mark. Dann doch lieber ein richtiges Auto, denken sich damals viele. Und kaufen gleich einen Käfer, der kostet nur ein paar hundert Mark mehr. Dafür gab es bei Zündapp mehr Extras. Klappdach hätte man auch einbauen lassen können, zum Aufpreis von 78 D-Mark. Oder kommen dann kleinere Sachen wie ein Tankdeckel, verschließbar, 9,40 Mark. Ja. Am Ende noch mal die Anfangsfrage. Woran erkennt man denn nun vorn und woran hinten? Wenn man sie merkt, wie man hingestellt hat. Und wir haben im Prinzip nur ein Lenkrad. Gewisse haben wir zwei Lenkräder drinnen. Das ist natürlich schwieriger. Das Gag-Lenkrad hinten, ohne Funktion, aber mit Wirkung. Und wo hat der Janus auf seinen nicht mal 3 Metern eigentlich den Motor? Vorn? Hinten? In der Mitte. Bremerhaven, Deutschlands Hauptumschlagplatz für Autos. Morgen. Sie wollen Ihr Fahrzeug abholen? Dieser Kleinwagensammler aus dem Saarland will seinen neuen USA-Import abholen. Stefan Voigt hat ihn blind im Internet gekauft. Und das ist das Objekt der Begierde. Extrem selten, verdammt teuer. Fahrzeug mit einem Motorradmotörchen. Ja, und trotzdem sowas schön, Schmuck, so viel Stil drin. Ein Champion CH2. Ein Sportwagentraum in XXS. 66 Jahre alt, aber im Top-Zustand. Nur noch 2 Stück gibt es von dem Cabrio weltweit. Stefan Voigt ist Chef einer Mikroelektronikfirma im Saarland. Mikro ist auch sein Hobby. Seit 20 Jahren sammelt er Kleinwagen. Fahrbereit ist der neue heute noch nicht. Für den Transport mussten alle Flüssigkeiten raus. Gerade mal 220 Kilo wiegt das Leichtgewicht. Oh, ist doch schon drin. 4 Mann reichen, um den Champion in einen normalen Kleintransporter zu verladen. Meine Güte, was ist das für ein Dicke? Und ein Dackauto oder was? Deutsche Kulturgeschichte. Stimmt.
Entwickelt wird der Wagen von der Zahnradfabrik ZF aus Friedrichshafen. Rennfahrer Hermann Hohlbein aus Ulm baut ihn von 1949 bis 1950 in Kleinserie. Die Vorteile beschreibt ein alter Werbefilm. Ein Lilliputaner unter den Autos. Mit 6 PS geht's über Berg und Tal. Und steht ein Lastzug quer im Weg, so fährt man einfach unten durch. Und ist der Parkplatz noch so klein, der Wagen kommt bequem hinein. St. Ingbert im Saarland. In dieser Gegend steht die Kleinwagensammlung von Stefan Voigt. Wo genau? Geheim, aus Sicherheitsgründen. Eine Flohkiste parkt hier neben der anderen. Bond, Minicar, Trident, Maiko aus Pfäffingen, Gutbrot aus Plochingen und viele mehr. Und mittendrin jetzt auch der 2,60 Meter Lilliputaner Champion CH2. Der neue Star der Sammlung. Okay. Der wurde in Amerika versteigert. Und aus mir bisher immer noch unbekannten Gründen nicht abgeholt, nicht bezahlt, was auch immer. Und das war das Glück, das ich hatte, dass ich dann davon erfahren habe und mit dem bisherigen Eigentümer einen guten Deal machen konnte. Zwei Autos muss er verkaufen, um sich den neuen leisten zu können. Über genaue Zahlen spricht man nicht. Daneben ein Messerschmitt Tiger. Eigentlich hat die Firma Flugzeuge gebaut, daher auch die breite Schnauze im Flügellock. Vor kurzem wurde so eine für eine 250.000 Euro versteigert. Mir hat man auch schon sehr viel Geld geboten, aber ja, ich bin kein Jäger oder kein Händler, ich bin Sammler. Rechts daneben ein Fulda-Mobil. Wegen seiner ungewöhnlichen Karosserieform früher als Cellokasten verspottet. Es ist ein skurriles Fahrzeug. Ich sage sogar immer, es ist hässlich, aber manchmal sind ja die hässlichen Kinder auch die Lieblingskinder. Der Champion ist jetzt der neue Liebling. Und hier in bester Gesellschaft. Oben das Hambacher Schloss. Unten die Kabine, die Heinkel-Kabine. Eine Art Roller mit Dach. Der Mann am Steuer ist gerade erst aus Kiel hierher nach Neustadt an der Weinstraße gezogen. Wegen des schönen Wetters und des guten Weins, sagt er. Der Kabinenroller von Werner Freidling und seiner Frau. Ein Auto mit ganz besonderer Familiengeschichte. Das Besondere an dem Auto ist, das ist das erste Auto, was mein Vater sich je gekauft hat. Er ist immer noch im Familienbesitz. Meine Eltern haben da drin schon geheiratet, haben auch ihre Silberhochzeitsreise da drin vollbracht. Und ja, vor 2 Jahren haben wir uns getraut, hier drinnen auch zu heiraten. Die beiden haben ihren Heinkel, Spitzname Moppel, als ihre Hochzeitskutsche genutzt. Genau wie Werners Eltern 1960 es bei ihrer Hochzeit getan haben. Der Heinkel ist einer der ältesten, den es noch gibt. Fabrik Nummer 186, eine echte Rarität. Das Einfachste ist das Einsteigen, obwohl es noch ein Konkurrenzprodukt gibt, wo es Lenkrad mit hochklappt für die ganz dickbäuchigen. Aber Heinkelfahrer sind einfach das gewohnt. Man setzt sich auf den Beifahrersitz und rutscht rüber. Das ist... Oh, und schon ist man da, ist alles gar kein Problem. In die Heinkel-Kabine dürfen 3 erwachsene Personen rein. Genauso viele, wie sie Räder hat. Ersatzweise auch 2 Erwachsene und 2 Kinder. Und die sind mit 90 Sachen unterwegs. Nach dem Krieg verbieten die Alliierten auch Heinkel, weiter Flugzeuge zu bauen. Die Firma stellt um auf Motoren und Motorroller. Ab 56 wird die Heinkel-Kabine in Stuttgart-Zuffenhausen gebaut. Hier Bilder aus den 90ern. Es ist das erste Auto, in das jemals ein Rollermotor gebaut wurde. Entsprechend laut ist es im Innenraum. Das Praktische am Heinkel ist auch, dass man hier ohne irgendwelches großes Spezialwerkzeug und Wagenheber den Reifen alleine wechseln kann. Und wenn man fertig ist, dann stellt man ihn einfach wieder hin. Werner betreibt eine kleine Oldtimer-Werkstatt.
Aus Landau in der Pfalz kommt dieser Heinkel-Freund mit Problemen an der Radaufhängung. Doch das ist bei der 2,55 Meter Kugel schnell behoben. Angeblich ist beim schwäbischen Heinkel vieles besser als beim bayerischen BMW-Rivalen der Isetta. In der Isetta fahren lediglich freundliche Leute. Dazu gehöre ich nicht. Es gibt auch eine Begründung, warum freundliche Leute Isetta fahren. Die nicken nämlich bei jedem Schlagloch. Und das machen wir mit Heinkel nicht. Die ist besser gefedert. Das ist der Unterschied. Die Heinkel-Kabine, ein fast vergessener Kleinstwagenschatz. Ein Ei auf Rädern. Dieser Flo macht Kinder froh. Und dem Papa ebenso. Eine ungewöhnliche Beziehung. Denn Bernd ist 66 cm größer als sein Auto. Das Markenzeichen? Der Einstieg. Es ist relativ geräumig, also ich fühle mich keinesfalls eingeengt oder unwohl. Auch wenn die Tür dann zugeklappt ist und die Lenksäule zwischen den Beinen verschwindet. Man hat einfach genug Platz. Auch die Kopffreiheit ist also absolut ausreichend. Selbst bei mir, bin ja 2 Meter groß. Die Lenkung, die zur Tür reinkommt, das kennt man nur bei der Isetta. Der Sound, mehr Rasenmäher als Auto. Angetrieben wird das sogenannte Motocoupé von einem Einzylinder-Motorradmotor. Kleine Räume ist der Karlsruhe gewohnt. Er arbeitet als Sozialarbeiter im Knast. Er liebt seine Knutschkugel. Fahren wie gestern, nur eben heute. Dieses authentische, urige Fahrgefühl. Jede Bodenwelle kriegt man mit. So eine Isetta ist nicht einfach zu fahren, vor allem für Fahranfänger. Man muss sich an viele Dinge gewöhnen. Das fängt bei der Schaltung an. Die ist nicht synchronisiert. Die Schaltung ist sehr hakelig. Und vorne stehen die Räder breiter als hinten. Damit hat BMW das Differentialgetriebe an der Hinterachse eingespart. Das Lustige ist ja auch noch, dass sie sich früher hier zu viert reingequetscht haben. Ja, also in den 60er Jahren hatten noch viele Leute eine Isetta und sind dann über die Alpen nach Italien damals, das Traumland, gefahren. Wenn sie zu viert waren, 2 Erwachsene vorne, links und rechts, das ältere Kind in der Mitte und das jüngere Kind hinten auf der sogenannten Galerie, sagt man, in Isetta-Kreisen. Dann hat man die kleineren Kinder dahin gesetzt, gelegt, gestellt, wie auch immer, und ist da einfach über die Alpen gedüst. 2580 Mark kostet das 2,29 Meter Auto damals. Kaum ein anderes langstreckentaugliches Vehikel ist zu der Zeit in dieser Preisklasse zu bekommen. Die Isetta wird 1953 vom italienischen Motorrad- und Kühlschrankhersteller Iso erfunden. Bei der Fronttür ist die Ähnlichkeit zu dem Kühlgerät nicht zu verleugnen. BMW kauft die Lizenz, ändert einige Kleinigkeiten und landet einen Verkaufshit. Na endlich. Seines Lebens schönster Traum, ein kleines Fahrzeug mit viel Raum. Mit diesem Fahrzeug ohne Tücke find Raum Sie in der kleinsten Lücke. Ein schöner Traum, nicht wahr? Alle diese Wunschträume haben Erfüllung gefunden. Erfüllung in der BMW Isetta, dem schnittigen Motocoupé, mit dem erprobten 250 Kubikzentimeter BMW-Motor, den die Welt bewundert. Viel altes Blech trifft sich einmal im Monat in Karlsruhe. Immer dann, wenn der Isetta-Stammtisch Baden zusammenkommt. Alle sind hier vom Isetta-Virus infiziert. Das ist so puristisch, das Ganze. Das ist Fahren, ja, mit den kleinsten Dingen halt. Ein Lenkrad hat man, eine kleine Schaltung hat man. Es funktioniert eigentlich alles. Wenn Sprit da ist und Zündfunk ist da, dann läuft's. Auch so zum Parken oder mal rumfahren ist einfach ein perfektes Auto. Heute eiern die Stammtischbrüder durch den Kraichgau. 4 Isetten hintereinander. Früher war das keine Seltenheit. 12 PS hat der Gnom. Das Faltdach? Kein extra, sondern vorgeschrieben. Als Notausstieg.
macht vor allem, dass man überall gern gesehen ist. Die Leute winken einem zu. Es ist für die Leute teilweise interessanter als hochwertige italienische Sportwagen. Daher kann man sagen, der Weg ist das Ziel. Drolliges Aussehen, solide Technik, kleiner als ein Smart. Die Isetta kann auch heute noch begeistern. Ja, irgendwie bequem, so. Man ist irgendwie erleichtert, irgendwie voll süß. Natürlich gefallen mir schon. Aber ich bin ja schon zu alt für sowas. Ein Kultzwerg der 50er und 60er Jahre. 160.000 Mal gebaut. Die BMW Isetta. Den kleinsten der Kleinen, den wollten wir Ihnen unbedingt auch noch zeigen. Zugegeben, bei uns im Südwesten konnten wir ihn nicht auftreiben. Einfach zu selten. Bei Düsseldorf haben wir ihn gefunden. Nicht den Mini. Ihn hier. Man könnte meinen, dieser kleine Rutscher sei vom Kinderkarussell gefallen. Ist er nicht. Er ist ein richtiges Auto. Sogar das kleinste in Serie gebaute der Welt. 1,34 Meter. Ziemlich genau das Maß eines Müllcontainers. Nein, ganz ruhig. Diese Mini-Flitzer sind einen halben Meter länger. So müssen wir neidvoll anerkennen, keiner kann kleiner als die Engländer. Sie bauten den Peel P50 Anfang der 60er Jahre. Er hat ein Lenkrad und einen Sitz. Anscheinend soll hier wirklich ein Fahrer rein. Wir probieren's. Ich bin froh, dass ich diese Woche noch in meiner Yogastunde war. Ursprünglich hatte der Peel keinen Rückwärtsgang. Dafür hinten einen Griff zum Ziehen, wie auch unser aktueller Nachbau hier. So, der Vorwärtsgang wäre drin. Der Motor kommt aus einem Moped von Honda, früher von DKW. Die Briten wollen 70 Sachen schnell gefahren sein. Mit Rückenwind und mit Mut. Die Knie sind die Knautschzone. Am meisten gefährdet aber ist das Gehör. Vor gut 50 Jahren bei einer Testfahrt durch London soll der Peel eine halbe Stunde schneller gewesen sein als ein normal großes Auto. Wir stehen damit genauso im Stau. Die müssen damals beim Test gemogelt haben. Mit dem Kleinen das Größte. Einparken. Das ist ein Auto, für das du echt keine Parkpiepser brauchst. Denn es endet genau da, wo auch der eigene Hintern aufhört. Die Plastikkiste bietet durchaus Komfort, nur eben anders. Man kann einfach auch mal sitzen bleiben. Ich hätte gerne eine Schale von den Erdbeeren, bitte. Ja, gerne. Bitte schön. Vielen Dank Ihnen. Tschüss, schönen Tag noch. Früher wie heute, kleine Autos sind sozialverträglich. Man findet überall Anschluss. Ja. Trotzdem hatte der Kleine nicht den großen Erfolg. Nur 120 Stück wurden vom Ur-Peel der 60er Jahre gebaut. Wer den Kurzen richtig zum Knuddeln findet, nimmt ihn abends einfach mit rein.